Was war das mit dem Hebel? Was hat er gemacht? Hast du ihn schon verwendet? Nee, noch nicht. Forthwith. Ich mich noch nicht getraut. Oh! Oh, ein Portal. Und... Wahrnehmung fehlgeschlagen. Oh, hier wird nichts sein. Ein Knopf. Drücken Sie. Hast du zweimal gedrückt? Was passiert? Nein. Also. Aber das ist ja richtig mies jetzt. Kaum. Storage and sorting of scrollwork, parchment and tomes. Oh, das ist bestimmt ein Hinweis. Schriftrollen 12, Federkiele 24, Bücher diverse 60, das ist eine Einkaufsliste und eine Metallliste. Hier ist nochmal eine Tür. Autospeichern? Ja, ich weiß nicht. Ausgehängte Schriftrolle? Was? Meine Damen, es ist kein Geheimnis, dass eure Sammlung von Aufzeichnungen die beste in unserer schönen Stadt ist. Diese Schriftrolle stellt euch eine Frage, von der ich glaube, dass nur ihr sie beantworten könnt. In unserer Familie hält sich die Sage, dass wir über meine mütterliche Linie Nachfahren Larell Silberhand sind, wobei keiner existierenden Genealogie in diese Behauptung bestätigen kann. Wärt ihr so gut, der Sache nachzugehen? Es würde meiner Großmutter Haberfoss sehr viel bedeuten und sie würde nicht mehr lange leben. Der Familienname lautete Graudel. In hoffnungsvollen Grüßen, Anna Lai. Und was befindet sich hinter dem Tor Nummer 1? Oh. Mehr Tore. Sperrzone. Und Ramazin. Ja. Ah, leider ist die Truhe verschlossen und wir haben niemanden dabei, der sie aufmachen kann. Warte, Schulkotz. No entry to vaults. Trespassers will be disintegrated. Astarion. Ich meine, kaputt machen macht er den Inhalt nicht kaputt, ne? Also ich glaube nicht. Wenn du sie kaputt frisst. Okay. Alchemiezutaten. Ja, auch. Die Frage ist, das für einen bestimmten Trank, den wir hier brauchen? Oh, wir hatten Schlüssel. Ups. Oh! Oh! Oh. Karsus, Silberhand und Elminster. Ich spüre, wie die Augenblicke verstreichen in meiner Essenz. Was passiert da hinten? Fallen. Ich habe hier ein grün sabberndes Buch gefunden, das heißt Vorsicht vor den Seli. Okay. Dieses Buch berichtet von den Erlebnissen eines bedauernswerten Halblings, der während einer unglücklichen Reise durch die wilden Lande gezwungen war, sich dem Selihof anzuschließen. Das Buch ist voller Staub und Schmutz, gelbliche Federn und schwarzes Fell fallen aus allen Seiten. Ja, mein Buch. Wir haben eine tierische Gemeinschaftsschriftrolle bekommen. Okay. Der Deva kann zorniges Niederstrecken, Wiederbeleben und erschütternde Hieb wirken. Du kannst dir einen Deva beschwören, anscheinend. Oder du wirst zum Deva. Hat Gale jetzt im Inventar. Cool. Bist zu langer Rast, erst wirkst du auf jemanden anscheinend. Also hinter den Truhen sind scheinbar immer Wege nochmal. Sehr häufig. Manchmal, ja. Ich klicke mal die Schriftrollen einfach nur an. Ne? Ja, habe ich auch einfach nur gemacht. Okay. So, und hier sind jetzt überall Fallen. Nicht mal Kratzer findet die? Offensichtlich. Das ist belastend. This place is more dangerous than I thought. Step carefully. Here's a trap. Funktioniert nicht. Nee. Kratzer die auslösen? Geh mal aus dem Raum raus. Ich kann auch einfach meine Mumie sonst nehmen. Weil das sind irgendwelche. Katze kann versuchen, sie zu entschärfen. Go, Katze, go! Ich kann auch eine Magierhand hinschicken. Ja! Was? Katze, wir brauchen Chucky. Chucky, wir brauchen Lars einfach nicht mehr. Wir haben Kratzer. Wie? Go, Kratzer. Ich freue mich, dass er das kann, aber. Jetzt schon wieder! Was? Geil!
Was hat denn der für einen Wert da drauf? Wir haben Gale. Wir brauchen dich nicht mehr. Der plus 2 hat er. Wir haben Gale und Kasse. Was? Ja, ihr mich auch. Kündige. Die Tür war fest verschlossen. Es ist nur eine Tür offen, das ist bedenklich. Oh, ich habe auf Silberhand geklickt und die funktioniert. Oh. Wo bist du? Er ist durch die Silberhandtür gegangen. Oh. Oh Gott. Trap. Was ist hier? Das ist ein Rätsel. Silberhand. Haben wir darüber irgendwas gelesen über Silberhand? Dass Silberhand für ein Magier ist? Ja. Na, ich würde mal vermuten, Bannmagie, weil vor den anderen dreien ist eine Marmorplatte mit Falle. Vor dem nicht. Hm. Ja, klick. Oh, ich glaube nicht. War da doch eine? Ja. Aber wir sind weitergekommen. Wir sind weitergekommen. Schatten, Wild, Dämon, Silber. Guck mal, Kratzer zeigt in eine Richtung. Gehen wir in die Richtung. Hm. Würde ich sagen. Schuss. Ja, Silber, ne? Weil. Ach nee, warte mal. Guck mal auf die Karte. Kann man da bescheißen? Sieht man, wo es rausgeht? Ich bin übrigens raus. Du bist raus? Du bist lang gegangen. Ich bin das Verwandlung gegangen. Oh. Im ersten Raum. Und das hat dich wohin gebracht? Wieder an den Anfang. Ja, das war falsch. Meinst du, das war falsch? Ja, wir sind in einem zweiten Rätselraum gelandet. Okay. Und ihr habt jetzt verwendet Hervorrufung, ne? Nee. Das mit Bann, B, glaube ich. Bannmagie. Ja. Okay. Ich würde sagen Silber. Aber ich probiere es einfach. Ich glaube, das ist falsch. Ah, ist doch stark. Das ist ein Hebel. Hebel? Für Kasus. Oh Gott. Ja, genau. Lauf einfach rein. Hat mich verfehlt. Alles gut. Ja. Nicht bewegen, bitte. Unlock hereby the path to the Karsus Vault. Okay. Guck mal, es hat sogar einen Vorteil auf den Wurf. Ich hab den Hebel aktiviert. Wir haben ein kleines Problem. Soll ich den Hebel wieder umlegen? Nee, warte mal. Oh Gott, größere Zähigkeit heißt 50 Schaden. Ja, ich glaube nicht. Das gut, dass Kratzer halt zu klein ist. Ja. Wir müssen? Wir müssen durch eine der Türen, würde ich sagen, auch auf Leben kommen. Ja. Das ist machbar, oder? Unten sieht der Motor aus. Ich würde Dämon ausprobieren, weil der auf der Karte anders aussieht, aber das ist auch der einzige Grund. Au. Ja, rundenbasierter Modus, würde ich sagen. Warum? Damit wir nicht ständig in den Fallen stehen. So, ja, das macht Sinn. Probierst du es aus? Ach so, ja. Wir am Anfang. Okay, das ist ja gut, da wollten wir hin. Ja. Haben wir die Kasus-Tür fertig. Dann können wir jetzt die nächste machen. Ah ne, die Silberhandtür haben wir fertig. Die Kasus-Tür ist aufgegangen. Ah ja, warte mal, meine... Ach ne, irgendwann können wir den rundenbasierten Modus wieder aufmachen. Kasus-Schatzkammer. Ob's die Elminster-Schatztruhe auch bei Silberhand gab? Weiß ich nicht. Dass wir da nochmal durch müssen und die andere finden müssen, vielleicht? Wir könnten auch einfach Hakel rausholen und die macht die Tür auf. Aber, die Annalen von Kasus, das wollte er haben. Ein uraltes handgeschriebenes Buch, mindestens zweimal neu gebunden, das angeblich Notizen des Urmagiers Kasus persönlich enthält. Magnus sei gewarnt. Ist in die persönlichen Chiffre eines Magiers verfasst. Und die letzten Seiten sind unschiffriert. Und dann jede Menge Text.
Okay. Mein großer Zauber der Transzendenz ist mein und mein allein und er wird nicht mit hinter auf Pergament gebannt. Ich habe jedoch drei außerordentlich verzauberte Gegenstände erschaffen, welche die physischen Verkörperungen meiner Zauberkunst darstellen. Eine Krone, eine Kugel und ein Zepter. Die Krone von Kasus, um magisches Wissen anzuziehen und zu absorbieren und dem Träger die Herrschaft über sich selbst zu gewähren. Die Kugel von Kasus, ein Speicher, eine Batterie, die mystische Macht komprimiert und unaufhörlich aufsaugt. Das Zepter von Kasus, ein Instrument der Projektion, ein Utensil der Bündelung, um unvorstellbar gewaltige Mächte präzise beherrschen zu können. Wisset von diesen Gegenständen, so ihr denn müsst, denn sollte ich keine Unsterblichkeit erlangen, werden sie über meinen Tod hinaus weiter bestehen, ja, leben. These notes are no mere diary. These are the visions of Karsus himself, designs for the crown he hoped to forge, and the new form of magic he planned to create with it. It seems Raphael was telling you the truth. The crown you saw atop the Elder Brain is indeed of Karsus's making. Reunite the crown with the dead three's netherstones, and Karsus's design might yet be completed. You could wield the power of a god. Was soll ich nehmen? Was wird Gail du? Gail würde 2 nehmen. Von dem, was er uns erzählt hat. Ja. Im Main hat er ja auch mit Mystra ja schon ein bisschen angebandelt. Truly capable of ascending to godhood. Karsus famously failed, but that doesn't mean you would share his fate. After all, Mystra herself was once no more than a mortal wizard. She has no more right than any other. It's time someone else had a go. Someone with more ambition. Someone like you. Ja. Gut, haben wir sein Ziel auch geklärt? Haben wir? Offensichtlich. Magus, seid gewarnt. Es ist ein großes Paradox. Bla bla bla. Leute, ihr habt mir zu viel Text hier. Damit kann ich nicht arbeiten. Mit diesem neuen Wissen könnte Gail versuchen, die wahre Krone neu zu schmieden. Zuerst müssen wir die drei Nessersteine zusammentragen. Haben. Ja. Wenn wir Nessersteine haben, ja. Ja, Rückkehr oder wollte ich hier noch die Waffen mitnehmen? Nee, das ist nur Bullshit. Aber dann würde ich noch mal gucken, ob wir in dem anderen Raum nicht vielleicht doch noch auch die von Elminster aufkriegen, die Tür. Ich glaube, die kannst du nicht aufschließen. Schlosstag unmöglich steht da. Ist die Frage, was ist Elminster für ein Magier? Du kennst ihn doch aus den anderen Teilen. Danke. Was hast du jetzt gemacht? Er ist über eine Falle gelaufen. Hat uns hier zurückgelassen. Ich guck mal, was paar Illusionen macht. Ich nehme Hervorrufung. Illusion bringt uns wieder zurück. Was ist Hervorrufung? Bin ich in einem anderen Raum. Ah ja, dann nehmen wir Hervorrufung. Wünschen, Weitsicht und Verwundbarkeit, Tor. Watch how you go. There's a trap. Was Wünschen ist Elminster für ein Hervorrufungsmagier? Wünschen ist eine normale Tür. Ja, eben war es auch die normale Tür, ne? Achso. Ja. Alter, sich schon ein bisschen cheaten, dass wir die Türen, erhalten können. Metagaming. Oh. Sag doch Bescheid! Von da weg! Ich drück den Hebel. Unlock hereby the path to the Elminster Vault. Meine Güte. Okay. Raus hier. Meine Mumie ist tot. Tut mir leid. Wir machen dir eine neue. Ja, ich brauche eine Leiche dafür. Find mir eine Leiche jetzt, bitte. Jetzt. Chucky, komm her. Aber ich brauche jetzt eine lange Rast dafür, damit ich mir eine neue Mumie machen kann. Ja, Chucky, du hast noch mal eine Schonfrist. Ha 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 ha.
Oh. Kann ich die Vitrine öffnen? Nein. Vielleicht ist hier irgendwo ein Schlüssel in der Vase. Vielleicht auch nicht. 20er Wurf. Ja, viel Erfolg. Ah, nicht geschafft, wie schade. Ah, geschafft. Ja. Die Nekromantie von Tai. Es gibt Geheimnisse von Leben und Tod, die nur den roten Magiern bekannt sind. Solche Geheimnisse auf Pergament zu bannen, ist ein Risiko, das sie ungern eingehen. Bla bla bla, wer die Nekromantie von Tai ansieht, der riskiert durch die Hände ihrer Geister dem Wahnsinn anheimzufallen. Ach, das ist das Buch, was wir gefunden haben am Anfang, was wir vernichtet haben. Ah, shit. Schade. Da könnten wir jetzt garantiert die nächste Variante davon machen. Ja. Letztes Eintrags befindet sich mit Vorsichtsmaßnahmen und Risiken im Zusammenhang mit dem Lesen des Textes. Ja, jedoch einen klaren Weg, wie man den Buch enthaltenen Wissen. Was denn, oh? Ich habe tachiatrisches Verdorren bekommen. Dein Konstitutionswert ist um 5 verringert, während du durch die verdrehte arkane Kunde des Kodex verflucht bist. Aha. Verflucht. Alter, du hast noch 50 Lebenspunkte. Ja, ich bin verflucht. Aber warte mal, das kann man doch ändern. Du bist ja nur verflucht. Bleib mal stehen, gell? Hast du was gegen Fluch? Immer. Danke. Bitte. Ja. Jetzt hast du tachiatrische Vitalität. Oh. Erhält durch die entnervende Magie des tachiatrischen Kodex 20 temporäre Trefferpunkte. Cool. Nice. Das ist cool. Können wir dein Fluch das brechen, schaffen. Auch auf die Lampe wirken? Ich meine, versuchen können wir es. Mehr als nicht funktionieren kann es nicht. Das wäre eine Idee vielleicht. Hm. Hast du das nochmal, oder? Einmal habe ich es noch. Ist die Frage, ob das ein Fluch ist, aber hey. Er hat ja gesagt, die Lampe ist verflucht. Verflucht! Das Ziel ist nicht verflucht. Nein! Wie komme ich da wieder raus? Ich glaube, du kommst da nicht wieder raus. Außer wir lassen. Ich kann mir vorstellen, dass das sowas ist, so von wegen lasse einen Charakter jetzt hier. Ja, aber du kannst doch nicht dauerhaft jemanden opfern. Vor allem, wenn du das Ding so nicht ohne, mitnehmen kannst. Ohne, vor allem ohne Möglichkeit zu sagen, ich nehme jetzt. Also, weißt du, dass du eine Möglichkeit hast zu entscheiden, ach nee, mach ich vielleicht doch nicht. So einen Rettungswurf, so von wegen, ah, du hast das Gefühl, dass es nicht die beste Idee ist. Ja gut, die Neugier wird bestraft, aber ich bin in der Versuchung zu googeln, ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt oder ob wir umsonst überlegen. Ja, google mal. Ich meine, ganz ehrlich, das ist, glaube ich, ein Moment, wo man googeln darf. Wunderlampe. So entkommst du der Djinn-Lampe. Also es gibt eine Lösung. Muss ja die Lösung selbst suchen, oder? Kannst du schon mal, kann ja vielleicht mal die Richtung. Vielleicht so. Hm. Viele Spieler stecken in einer Lampe fest und wissen nicht, was als nächstes tun sollen. Ja. Aber das ist kein Problem mehr. Hier erfährst du, wie du der Lampe entkommen kannst. Ja. Wenn du also in der Lampe bist, mach Folgendes. Sehe dich um und sammle alle Beute als Belohnung ein. Was? Ja, okay. So, go for it. Okay. Ich hätte aufmerksam sein müssen. Warum? Ich habe 1000 Sachen gelootet. Ja. Unter anderem eine Schriftrolle Quasit-Beschwörung. Ja. Wenn ich den hier drin beschwöre, ist ein Wesen hier drin. Und ich kann raus. Wir haben also einen Ausweg eingebaut. Und der Quasit... Nur jetzt nicht mehr bitte die Lampe anfassen. Aber das heißt, das hätte... Oh, dann kann... Dann, ach ja, okay, ja. Das hat natürlich, habe ich natürlich nicht versucht. Ich hätte ja auch was beschwören können. Da ja, drin, wenn, weißt du? Stimmt, wenn du drin bist und dir ein anderes Wesen rufst. Ja. Interessant. Aber gute Lösung. Wäre ich nicht so schnell drauf gekommen, weil ich die Rolle nicht bemerkt habe. Wäre ich auch nicht drauf gekommen. Ja, weil die 1000 Sachen da drin sind. Shouldn't have wished, little boy.
interesting times. Interessantes Rätsel. Ja. Hier haben wir noch ein Portal. Ja, ich glaube, das sollten wir nehmen, ne? Ja, das klingt gut. Wir müssen dann zwar nochmal zurück und diese beiden gesicherten Gegenstände finden, aber... Einen davon, aber ja. Ach, habt ihr schon einen? Einen haben wir. Ach so, ach, die Portale sind noch offen, wir kommen wieder hoch. Nice. Warte, ich brauche gar nicht wirklich. Oh, Schlüssel zur Truhe im Zauber-Zubehörkeller. So, ich dachte, das wäre der Schlüssel hierzu. Warte mal, ich habe ein bisschen Angst, dass die mich direkt sehen, wenn ich hier aufmache. Wie kommen wir jetzt hier vernünftig raus, ist die Frage. Habt ihr die Sachen hier angeklickt, die Bücher? Ja. Okay. Oh, da hat jemand Sympathie verloren. Schönen guten Tag. Ja, okay. Ich glaube, wir gehen mal. Ich konnte nicht. Dann gehen wir jetzt wieder durch das Portal. Ja. Haben da ja noch ein bisschen was zum Sammeln. Ist eigentlich draußen auf dem Balkon irgendwas? Habe ich nicht geguckt. Ich bin dann reingekommen, als ich... Da flogen Magierhände rum und da sind auch Gewebeknöpfe, aber... Ich weiß nicht, was die machen. Only one way to find out. Anscheinend. Let's hops down. Wenn ich so fliege, kommt Geld dann von alleine mit, oder? Ja. Unpraktische Magie Band 2. Okay. Dieser Band behandelt die Natur toter magischer Bereiche. In einer Ära namens Zeit der Sorgen gab es zahlreiche Veränderungen in der Welt, nicht zuletzt den Zerfall und die Neustrukturierung der Quelle aller Magie, genannt das Gewebe. Die Welt hat sich zwar von dieser Zeit erholt, doch es gibt noch Orte an ihrer magischen Kraft beraubt und abgeschnitten vom Gewebe. Dort ist jede Magie und alles Zauberwirken außer Kraft gesetzt. Oh, hier ist ein... interessant. Hier ist ein Buch, die Besonderheiten von Ebenen mit nur einer Wesenheit. Diese Art von alternativen Ebenen kann ganz einfach als Falle verwendet werden. Man denke nur an die gebrüchtige Lampe des Djinns oder an Magiras Truhenzauber. Auf dieser Ebene kann nur jeweils eine Wesenheit existieren. Kommt eine weitere hinzu, wird die vorherige so umgehend wie gewaltsam entfernt. Ist gar keine Wesenheit darin, so bricht eine solche Ebene sofort zusammen. Ich habe das Gefühl, das wäre ein Hinweis gewesen. Ja. Ich habe hier draußen was gefunden. Was denn? Artillery. Okay. Willst du wissen was? Artillery. Hast du es gehört? Nein. Artillery. Oh, jetzt habe ich es gehört. Soll ich da mal drauf drücken und gucken, was passiert? Go for it! Okay. Oh, she's off. Oh, oh. Auf was habe ich geschossen? Auf die Stadt. Oh. Ups. Das habe ich nicht gewusst, Karl. Karl, das tötet Menschen. Ja, das wusste ich nicht. Das ist, oh. Ich schalte es mal wieder ab, ne? Oh, wir haben es schlimmer gemacht. Ja. Ich gehe rein. Ich war das nicht. Dagon war's. Ich habe genau gesehen, dass Dagon da drauf gedrückt hat. Entschuldigung, wahrscheinlich kommen wir gleich raus und die ganze Stadt brennt. Bin gespannt, ob das Einfluss hat. Wahrscheinlich. Irgendwo ist das Start. Ja. Okay, also ihr wart hier unten schon. Ja. Und ihr habt ein Ding aufbekommen. Ja. Ja. Und das andere nicht. Aber wir haben, glaube ich, einfach den zweiten Hebel nicht gefunden. Weil das sehe ich schnell von hier oben.
Echt, ist das weiter hier? Der ist doch hier, der rechts. Ich hab eine 1 gewürfelt. Ich hoffe gar eine Kunde, wo ich 20 brauche. Oh. Das ist nicht ganz wir haben ihn einfach nicht gefunden durch Entdeckung. Ach so. Okay, ich kann das nicht. Ja. Ich hab zweimal eine 1 geworfen, ich lasse es. Ich mach das mit. Au! Gut beschossen. No rest for the wicked, I see. Gail, kannst du nochmal? Jetzt drückst du schon wieder irgendwelche Knöpfe. Die falschen. War das Schatzkammer? Welcher Knopf war das, um da runter zu kommen? Runter. Ach so. Hier ist auch noch ein Knopf, da steht. Da steht Räumung. Das können wir gleich probieren, wenn wir hier alles gelootet haben. Probe des Gewebes. Du erhältst einen Bonus von +1 auf deine Zauberrettungs-SG und Zauberangriffswürfe. Wenn immer der Träger einen Rettungswurf gegen einen Zauber besteht, gewinnt er 1-6 Trefferpunkte zurück. Rüstungsklasse +2, das ist auf jeden Fall für einen Magier. Ja. Gut, dass wir gerade einen dabei haben. Also mal gucken, bei meinem Inventar, ich habe auch noch die Weste der Seelenverjüngung und die Rüstung des Landfalls. Vielleicht ist das was für euch. Vielleicht ist vor allem die Rüstung des Landfalls was für den Dira. Nee, ist nicht so gut wie meine Rüstung. Ja. Die Rüstung des Landfalls. Meine Rüstung ist halt hatte genau ich die nicht vorhin? Verwandlung. Habe ich nicht habe ich die nicht vorgelesen? Eine Leiche gefunden. Kann sein, ich habe die bei einer Leiche gefunden. Also die Rüstung des Mondbarts ist halt exakt richtig für Verwandlung sind, denke ich. Das ist nie mehr wechseln werde. Nie mehr! Außer es kommt irgendwie noch eine verbesserte Version davon. Selbe Rüstung +1. Ja, willst du mal Räumung ausprobieren, ob wir alle rausfliegen dann? As you wish. Let's go. So. Gift. Ist irgendwas passiert? Gift. Ja, Gift. Ah. Cool. Todeswolken. Ja, so kann man auch räumen. Wir könnten über das Lager raus. Komm ins Lager. Ich würde mal rasten wollen. Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee. Wir gehen mal ins Lager. Nun, also, so viel zu unseren Plänen heute. Wir haben, wir haben jemanden, der mit Gail reden möchte. Warum ist hier Blut überall? Erdbeerwein. Wir haben jemanden, der mit Gail reden möchte. Ja, kann ich gleich machen, aber ist jemand verletzt? Oh, shit. Was denn? Aelin ist nicht da. Haben wir die da vergessen? Was passiert? Okay, ich rede mit. Aelin ist auch ihr eigener Herr. Ja. Ja, ich rede mal mit Kurt hier. Oh, hello, my boy. No, don't mind me. I'm Gandalf. Just enjoying a lungful of bull durioner. Yes, distinctive aroma, though perhaps not one worthy of bottling. Das ist nicht das, was da stand, aber okay. You've been browsing in the most esteemed of emporiums, sorcerous sundries. indulge my curiosity. What wonders did you discover there? Eine. Nix. Also. Ach, nichts Besonderes. Ein paar Tränke, Talismänne. Wir haben eine Möglichkeit, die Absolute zu zerstören, ohne dass Geld geopfert werden muss. So, you have learned the truth of the enemy we face. The very tool with which its eponymous creator unmade magic itself. Perhaps now you understand what is at stake here, my boy. Though what Mr. asked of you was extreme, it was not without merit, nor demanded lightly. What are you saying? Or rather, what are you not saying? Mistra knows you defied her, Gale. Well, of course.
Hat sich doch gar nicht widersetzt. She bids you come to her holy shrine in the Stormshore Tabernacle. There, she will grant you an audience at last. Oha. Das ist eine Drohung, was du angeklickt hast. Ich weiß. Okay. Glaubt ihr wirklich, Mistra ist bereit, Gale anzuhören? I see remaining optimistic is my duty. Especially when I'm not the one being asked to do the seemingly impossible. Trust in yourself. Trust in the weave. If you are willing, trust in Mistra. There is a conclusion yet to be written in this sorry tale, Gale of Waterdeep. And yours is the quill that will write it. Okay. Nun. Mhm. Gale hat auch noch was zu sagen, aber bevor ich das mache, muss ich einmal ganz kurz hier. Das ist ja nicht mit anzusehen. So, besser. Just what I need. So all it took to get Mistress' attention was to learn how to reforge an artifact that once destroyed her. It's obvious when you stop to think about it. Ich hab mal seine Klamotten eingefärbt. Ah. Schön. Und lustig, dass sie fast genauso aussieht wie die Klamotte von Elmester. Es ist, glaube ich, dasselbe Gewand, ne? Ja. Wer hat die Bombe in euch entschärft? Was? Wann hat Elmester das gemacht? Am Ende von Akt 2, oder? Nein. Nee. Wir haben immer noch eine Möglichkeit gesucht, dass er nicht in die Luft fliegt. Ich drück das mal. Ja. Let's not get too ahead of ourselves. For now, I'm just a regular wizard holding the blueprint for greatness. Mr. knows of Redcastus' designs. I'm certain of that. And it clearly has her shaken. Ja, ich glaube, da stand eher sowas wie, wir haben einen Weg, wie ihr nicht mehr explodieren müsst. I owe it to her to hear her out. Come what may afterwards. Oder vielleicht sowas wie, sie kann sie entschärfen oder irgendwie sowas. Ja. Ja, gehen wir da mal hin, ne? Jo. Ja. After you. Du willst mir nur auf den Arsch gucken. Wer nicht? Achso, das ist gar keine Cutscene, die automatisch triggert. Das ist tatsächlich ein Ort, an dem wir müssen. Ist, ja. Ist Gale damit einverstanden, wenn ich kurz mal in seine Bücher gucke? Was für Bücher? Ist das ein Euphemismus? Ja, im Zweifelsfall. Die beiden gelben Bücher. Ja, guck da ruhig rein. Ich will die auch mal lesen, mal gucken, was da irgendwie... Oh, da oben, der Zettel von Kassos passiert. Ne? Hat das was gemacht bei mir? Nö, gut. Und das andere? Da, Nekromantie von Tai. Okay, danke schön. Katar wollte einfach nur den Wahnsinn einladen. Yep. Immer. Wahnsinn. Und wann will er das nicht? Ja. Wann will er das nicht tun? Korrekt. So, was machen wir? Ja? Mach uns erstmal ein bisschen heimeliger hier am Lager. Das geht ja so nicht. Ach, ich rede mal mit Isobel. Mal gucken, wo ihre Dame ist. Aelin left to face that wizard. Laroican, was it? Even after all hätten wir noch mal mit ihr reden müssen? Sie hatte keinen Ausrufezeichen über sich. It all feels like recklessness. Und ist sie weg? Loracan, wir waren dabei, dass er tot ist. Was schon? Ist das für ein Dialog? He can harm her, just as Ketherick did. Nein, kann er nicht. Tot ist. And for longer. I wanted to help her, but she said she fights better when she knows I'm safe. I understand. I suppose. I feel the same about her. Ich werde ihr beim Kampf helfen. Mhm. I'll rest a little easier if you do. You fought well against my father. I imagine a rat like Laroican will be nothing in comparison.
Ja. True. Ja. Ich gehe mal, wir sind noch im Turm, ne? Ich gehe mal gerade zurück und guck, ob ich sie holen kann. Ob sie da noch steht. Guck mal, ja. Wo war sie denn zuletzt? Da. Ist sie noch da? Ja, steht hier noch rum. The Firehead Fool is dead. Ja, das hatten wir. Ja schon mal. Mit Trauer kenne ich mich aus. Oder die Balladen tun es. Wie fühlt es sich an? Why? A gripping in the chest. As though I'd lost someone. Selbe Antwort. Paladin's fatigue, no doubt. You were excellent in battle. As is your way. Ja. I will catch my breath. Then to camp I will bestimmt bring my bone. Schlafen und dann passiert irgendwas. Beim Schlafen wird irgendwas sein. Soll man mit dir reden? Ja. Wollen wir denn mal schlafen? Ja, lass uns mal schlafen und dann gucken, was noch passiert. Bestimmt nur Gutes. Bestimmt. Immer. Astarion möchte reden. Du oder ich? Du hattest die bessere Beziehung, hast du gesagt, ne? Ach, Aelin ist wieder hier. Ja. Aelin steht da. You probably expect me to turn into a sea of mist. Run wrong side up on roofs. And to call on legions of wolves in battle. Kopf über auf dich anrennen. This will all happen in due time. But for now, patience is required. Ah. I hear the whispers of the night. But I can't yet speak its language. It's going to take a while to become acquainted with my new self. AKA, ihr habt noch keinen überstarken Vampirbegleiter. Und die ist die Begründung, die innerweltliche Begründung, warum? Ja. Was habt ihr jetzt vor? Everything lies ahead. I can see my path to a waking dream. From the Crimson Palace I will govern day and night. Create a city of spawn who bow before me. Cast a fog over the world for my children. Ja, ich glaube, wir müssen unseren neuen Vampir-Overlord We must manage the trifling matter of the brain. Anbeten. Perhaps it will listen to us. Perhaps it too will serve. I'm okay with that. Ja. Wenn der Auserwählte es beenden könnte, könnten wir es auch. Wir werden gemeinsam herrschen. I'm so lucky I crash-landed next to such an intelligent creature as you. We make a fine team, don't we? Ja, geht doch noch was. Auf eurer Seite. Zu Bett gehen. See what happens. Nix. Warum schlafen wir eigentlich auf Tischen? Das ist sehr unbequem aus. Oder? Nix. Gott. Nix ist nicht viel. Ne. Schwarzen Bildschirm hab ich. Ich auch. Sonny. Gut. Gut. Sollen wir dann für heute Schluss machen oder wollt ihr noch? Wir können für heute Schluss machen. Ich meine, es ist eigentlich ein gutes. Wir haben viel Gutes getan heute. Schon. Ja, nicht ganz so viel, aber Gutes, ja. Können Velendira und das Teufelchen ein bisschen näher kommen? Das wäre wunderbar. Näher, nicht weiter weg. Zu mir. Wir stehen direkt vor dir! Nein, ich bin bei der Wasserpfeife. Was? Nein. Bei der Bong. Nein, tust du nicht. Nein, doch, komm du einfach nicht. Her, dann bist du in Reichweite. Tust du nicht. Du stehst nicht bei der Wasserpfeife. Ich stehe voll vor der Wasserpfeife. Nein. Ich stehe hier. Ja, jetzt stehst du da. Was ist verkehrt bei uns? Teleportations-Junkie hier. Mit uns.
Müssen wir Gail noch mitnehmen nächstes Mal oder nehmen wir jemand anders mit? Also questmäßig haben wir ihn jetzt erst einmal abgeschlossen, weil wir müssten halt zum Sturmküsten-Tabernakel, was auch immer das ist. Ist das unten die Höhle? Der Schrein unten, wo die uns rausgeschmissen haben, wo wir nicht rein durften? Das kann sein. Den nehmen wir erstmal noch mit nächstes Mal. Okay. Wo wir das Kleid gelootet haben, von der Ah, ja. Das gute Kleid. Achso, machst du noch Frühstück, Chucky? Das wollte ich machen, wenn wir uns sicher sind, dass wir Geld mitnehmen, aber. Achso, okay. Nee, können wir auch dann. Wie du magst. Ich kann es ja noch einmal casten, deswegen. Ja, nur, dass wir es nicht vergessen. Aber okay, dann machen wir es. Geht das out of Gale gerade? Das bin ich hier. Ich kann nicht mehr. Mach's draußen. Ja, wir machen es draußen. Okay. Wo wollen wir den hin teleportieren, dass wir beim nächsten Mal nicht aus Versehen im Turm landen? Dann würde ja bei den Docks Sinn machen, ne? Dass wir. Oh, Hafendocks, ja. Dass wir da Richtung Tabernakel, wenn das das ist. Wir können mal auf die Karte gucken, was da steht. Es müsste ja eine Markierung geben dafür auf der Map. Okay, da ist keine. Hilft Überlebenden? Hätte ich auch gedacht. Da, Unterkünfte am Basiliskentor. Ja, beim Basiliskentor. Wollen wir uns da hin teleportieren? Ja, dann starten wir da nächstes Mal. Gut. Kostet ja zum Glück nichts, die Schnellreise. Das stimmt. Oh, ich bin babsatt. Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Juti! Und vielen Dank. Wir waren erfolgreich. Wir waren erfolgreich. Bis zum nächsten Mal. Nächstes Mal spielen wir dann vielleicht durch. Oder auch nicht. Ich glaube noch nicht so ganz dran. Ich auch noch nicht. Ich glaub, Kapitel 4. Die Hoffnung nicht auf. Kapitel 4. Tschüss. Tschüss. We'll be right back.